um also den traumatischen Wiederholungszwang der Drittveränderungsimperative des Rhizoms zu vollziehen, müssen sie auf die eine oder auf die andere Weise aussichtslos verratzt sein und in der Klemme stecken, ob in einem sich lieben lassenden, welligen Körper oder in der Todesfalle des Iltis, spielt keine Rolle. Sie dürfen dieses Aussichtslose kurzzeitig aufklaffend erahnen, aber sie dürfen nicht wissen, dass dieser Schreckmoment, dieses Höhengleichnis Platons in der Falle zu stecken und nicht herauszukommen, nur dazu dient, dass das beschleunigt werde und sie umso mehr rödeln, wie etwa Bachmann, die ein neues Leben beginnen muss, nachdem sie einen kurzen Schreckmoment sich selber zugefügt hat. So, jetzt geht dann gleich die Sonne über den Wolken auf, um kurz nach 7 Uhr.